Endlich wieder Sonne. Ich liebe es. Alle sind gut drauf. Eigentlich ist es so jetzt die Woche vom Wörthersee. Normal haben wir richtig Stress, dass wir die Autos alle, unsere eigenen Autos, das war die letzten Jahre immer so, dass unsere eigenen Autos immer eine Woche vorher bloß dann Endmontage und nochmal hier und nochmal da und fertig gemacht wurden für den Wörthersee. So ein leichtes Flair ist heute auch aufgekommen. Allerdings ist es so, dass er kein Wörthersee ist und dadurch der Flair ein bisschen verflogen ist mittlerweile schon. Ne? Wir hoffen, dass wir 2.0 dürfen wieder irgendwie und keine Ahnung, und schauen wir mal, was man dafür alles tun muss. Ja, heute zwei Autos fertig gemacht, den zwei Büromenschen, gell, Dominik. Einmal beim Dominik auch die OZ, die mehrteiligen von Wheelworks montiert. Free to return to that emo rap. Ain't no kilo stash. Augusta's son had to reload that. Daddy gone, but his legacy strong. How do you figure? I too thought I'd be dead. All things considered, but I'm living, thriving and growing, fighting opponents that I'm with it. Striving to know who died for the lowest. Don't you get it? Damals schon, danke nochmal an OZ, die uns damals das Material zur Verfügung gestellt haben und den Segen gegeben haben, dass das Auto damals, wo der Simon mit unseren RS-S3 Limousine, die wir auf RS3 damals umgebaut hatten, hat es ja noch keine RS3 Limousine gegeben und haben damals als allererstes diese Felgen montiert gehabt, aber allerdings in einem anderen Style. Das heißt, der Stern war Black Crackle, also in Schwarz mit Struktur, aber Bett war selbe, Politur drauf und so weiter mit dem Negativ Lip und so weiter. Jetzt haben wir leider einen anderen Reifen drauf machen müssen, weil halt der 8er GTI das Problem hat mit der Traglast und deswegen haben wir einen 35-30-20 Nankang drauf gemacht. Wir fahren noch aktuell komplett Nexen natürlich, N wie Nankang, N wie Nexen, Nexen drauf gemacht, weil das einfach der flachste und für uns eigentlich der perfekteste Reifen ist, was das betrifft. Und tiefentechnisch sind wir komplett static noch unterwegs. Wir haben uns gerade unterhalten wegen HLS und so weiter, ne? Weil es wäre doch vielleicht noch nur so eine Geschichte, dass man das Ding noch komplett ablegen könnte und komplett legal dann angehoben unterwegs wäre. Wir haben natürlich die breiten Kotflügel montiert, komplett mit allem drum und dran. Da haben wir ja die anderen Super Turismo schon drauf gehabt und haben das dementsprechend halt angepasst gehabt. I just bought a new way. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but it's fresh enough to prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above. Get the cream on the side. Make you laugh to know it. That's the stuff that I love. La, la, da, da, da. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna. We can all end if you wanna. Ich finde halt, dass das jetzt richtig stimmig aussieht, den letzten geilen Flair noch abgibt, was dem Auto noch gefehlt hat, wirklich so. Und klar, Wörthersee Optive hat er noch nicht, wird er auch nicht bekommen, weil wenn man natürlich am Wörthersee gefahren wäre, hätte man das dementsprechend auch noch angepasst. Ne? Aber wie gesagt, ist jetzt komplett legal unterwegs mit der Geschichte, auch von der Bodenfreiheit her, Verschränkung und so weiter, schleiffrei und so weiter, so muss das sein. Und wie gesagt, waschen darfst du ihn noch. Also leicht, ein bisschen vielleicht. Und ja, Bremsen haben wir ja auch noch liegen. Die werden ja auch noch mal irgendwann montiert. Beim Dominik seinen eigenen Karl, bei Bass Tuning könnt ihr euch das bestimmt dann noch mal in einer anderen Weise auch noch mal angucken. Und werden bestimmt auch noch mal Videos zu dem Auto, mehrere Videos zu dem Auto folgen. Das ist ja eigentlich so sein Projekt bisschen, ne? Und haben Dreiergolf. Ja. Dreiergolf haben wir auch noch. Haben wir gewaschen, das sieht ja richtig aus. Schnicke aus, hätten wir gesagt. Der schöne. Auch, der endlich, schöne. Auch endlich in einer anständigen also, Tiefe. Wenn er mal endlich anständige Tiefe und jetzt wieder anständig gewaschen ist, sieht er richtig, richtig schön aus. Awesome. Ja, also, nein, immer noch nicht. Ich habe ihn dir doch verkauft. Weißt du, Dreier Golf, wann soll ich mit Dreier Golf fahren? Ich freue mich immer noch auf meinen Bus wie ein Schnitzel. Der kommt nächste Woche auf unseren T6.1 langer Radstand, Allrad. 2 Liter Diesel DSG mit links und rechts Schiebetüren, volle Hütte. Ich freue mich so auf das Auto und haben wir direkt von Spindler gleich, von unserem Partner, alles modifizieren lassen, haben direkt alles dorthin geschickt, weil bei uns die Hölle los ist. Es stehen noch etliche Fahrzeuge drin, die fertig gemacht werden müssen. Nächste Woche komplett alles auch, ganze Terminkalender voll. Also wir kommen selber nicht hinterher, so weit ist es jetzt schon gekommen, dass wir uns die Autos schon fertig liefern lassen. Aber dafür haben wir unsere Partner, zum Beispiel unser VW Audi, beziehungsweise VW in Kitzingen und Spindler,
der Tobi macht das immer alles für uns. Und wie gesagt, wenn ihr da was habt, könnt ihr gerne auch dort über uns und über den Spindler das Ganze dann realisieren. Da ist ja auch der GT abgeholt worden und der S3, der jetzt wieder abgeholt wird. Und vielleicht auch der RS3, der wohl mal kommt. Aber da haben wir ja noch andere Partner auch, muss man schauen, wer uns da dementsprechend ein geiles Angebot macht. Ne? Weil RS3 Limousine ist für uns definitiv heuer geplant. Jo, haben wir ein bisschen ausgeschweift wieder, aber es gehört auch dazu, wenn wir nur über das Auto quatschen die ganze Zeit, dass ich ein bisschen was im Hintergrund mitkriege. Heute ist endlich so, dass wir unsere KW-Studio wieder ein bisschen in die Sonne gestellt haben. Simon macht gerade ein Entspannungspäuschen, weil heute hat er schon richtig was geschafft. Heute haben wir richtig schon was gemacht. Und jetzt ist Nachmittag, wir müssen noch kurz zum TÜV mit der Tanja ihren RS4 Felgen eintragen von MB, dass das auch passt. Und dann ist der Look komplett fertig und dann sollte das passen. Ja, wie gesagt, wenn deine Bremsen drin sind, dann ist das rostige Scheißzeug auch doch mal raus. Und dann, glaube ich, kommt das richtig gut fett. Das muss ich den Leuten zeigen, weil die genauso wie beim TTRS, rosten die. TTRS, Sima GTI. Ich hatte damals mein Sima GTI abgeholt aus Wolfsburg, bin genau 1500 Kilometer gefahren, hat die Bremse so ausgesehen. Aussage unseres VW-Partners, damaligen, was wir immer noch gefahren sind, VW-Partners in Regen, er sagte, ja mei, wenn es nicht gerissen ist, keine Risse drin, es waren sogar Risse drin, so kleine, da habe ich gesagt, ja, wenn die noch nicht gebrochen ist, dann wird die nicht getauscht. Ich weiß, was solche Scheiben kosten. Kosten wahrscheinlich mit Nora-Kundenpreis irgendwo 50% drauf, kostet eine Scheibe 80 Euro. Ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen schade, dass man sowas nicht austauscht. Aber wenn sie es einmal austauschen, müssen sie es wahrscheinlich überall austauschen. Ja, wie gesagt, vielleicht hätten sie es auch schwarz gemacht, weil wenn sie es schwarz gemacht hätten, so ist ja das Original bei den Audis mittlerweile. Die sind ja dunkel in der Mitte, ne? Und da hast du halt nie diesen Rost-Scheiß da. Ne? Aber wie gesagt, das machen wir ja noch, gell, Dominik? Mhm. Das wird bestimmt auch noch schön. Ja, vielleicht kriegt ihr ja doch nochmal für nächstes Jahr einen neuen Look, muss man mal schauen. Vielleicht eine andere Folierung oder so. Vielleicht nochmal andere Felgen, weil du musst mir die Felgen wieder geben, wenn ich in RS3 bekomme. Beziehungsweise Tanja. Ich mache dir ein gutes Angebot für die Felgen und den Golf. Ach ja, und was nehmen wir dann, Herr Schmidt? Ich meine den Dreiergolf. Achso, ich dachte den wieder der. Und vielleicht bin ich der Anwärter für die Limo. Ah ja, das wäre natürlich. Ich glaub, ne? Aber den müssen wir noch ein Jahr fahren, weil dann kommt erst wieder RS4. Mhm. Haben ja Jungs von Heilbronn letztes Mal da gehabt, die haben uns schon gesagt, vor 2023 kommt kein neuer RS4. Ja? Hoffen wir mal, dass das ein 6-Zylinder Biturbo bleibt. Nicht, dass wir Downsizing mit 4-Zylinder und E haben oder so. Na gut, aber es tut sich auf alle Fälle was noch in Zukunft vom 8er. Wird noch einiges gehen. Auspuff, Bremsen und so weiter und so fort. Ne? Also, und Carbon natürlich. Phil war gestern da. Es dauert nicht mehr lange. Carbon-Spiegelkappen bei uns erhältlich, dann Diffuser erhältlich, Innenraumleisten erhältlich, Frontsplitter erhältlich, Schweller erhältlich. Also immens viel Zeug. Und Kühlergrill. Kühlergrill hat auch gesagt, in komplett Carbon mit VW-Emblem. In echt Carbon. Da werdet ihr Augen machen. Also, in diesem Sinne, macht es gut. Schönes Wochenende schon mal. Ich weiß nicht, wann das Video ausgestrahlt wird. Wissen wir selber noch nicht? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wir haben so viel gedreht jetzt. Es ist wie beim Enrico Ossendorf bei RT1 in dem Mix. Der mischt ja auch am Montag schon. Schönes Wochenende. Bloß, dass bei uns nichts Doppeltes kann. Genau, richtig. Also, RT1 ist im Mix. Schönes Wochenende. Servus, Havadieri.